Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Interview heute am zweiten Tag von unserer Sonderedition Softwarearchitektur im Stream auf der OP. Ich habe heute Dennis und Marc zu Gast und die beiden wollen mit mir über Spiele sprechen. Ich bin schon sehr gespannt, ich hoffe, ihr auch. Genau, Dennis, Marc, stellt euch doch einmal kurz vor, damit die Leute auch wissen, warum ihr gerade Spieleexperten seid. Ja, ich stelle mich dann mal insoweit vor. Danke dir, Lisa, für die Einführung. Mein Name ist Dennis Wagner. Ich bin freiberuflicher Agile Coach, mache das schon diverse Jahre, so, weiß nicht, 10, 15, keine Ahnung. Genau, und habe zusammen mit dem lieben Marc entstanden als Idee auf der UUP vor diversen Jahren ein Buch zum Thema Spiele geschrieben und deswegen reden wir heute darüber. Genau, Marc Bless, mein Name, auch als agiler Coach unterwegs seit zig Jahren, also eigentlich fast genauso wie Dennis. Und ja, wir haben ein Buch zu dem Thema geschrieben, deswegen, naja, kennen wir uns so ein bisschen aus und ja, da kommt es auch schon gleich ins Bild. Und ja, witzigerweise, also so als kleine Vorab-Anekdote, das Buch ist ja tatsächlich, oder die Idee zum Buch ist ja tatsächlich auf der OOP vor 3 Jahren entstanden. Wir haben nochmal recherchiert, fast auf den Tag genau vor 3 Jahren und fast zu genau dieser Zeit. Wir saßen nämlich beim Mittagessen und da kam diese Idee. Und jetzt sitzen wir hier mit Buch. Ja. Wollt wieder über Spiele sprechen. Am Donnerstag habt ihr euren Vortrag, ne? Ja, genau. Genau. Ihr habt in eurem Vortragstitel oder Beschreibung oder und das Wort Gamification verbraten. Und ich würde Verbrannt. gerne, oder verbrannt, genau, ich würde gerne einmal hören, was versteht ihr denn dahinter? Also es gibt ja verschiedene Arten. Also was versteht ihr in dem Moment dahinter und was kann die Leute erwarten, die das anschauen wollen? Also so ein ganz klassischer, eine ganz klassische Gamification-Definition zielt ja darauf ab, Dinge zu etablieren, die ganz viele spielerische Elemente beinhalten. Also Gamification in Verkaufsprozesse oder Gamification in soziale Interaktionen auf den Netzwerken, wo dann Dinge gezählt werden, wo man Punkte erreichen kann. Also alles solche Elemente, die auch in klassischen Spielen und Spielsystemen vorkommen. Worauf wir tatsächlich eher gucken, ist Gamification im Business-Kontext, gerade mit agilen Teams und agilen Organisationen. Und da gar nicht mal so sehr, dass man irgendwelche Levels erreichen kann, spielerisch, ne, durch Punktesysteme oder Achievements, die man dann bekommt, sondern eher, welche spielerischen Aktionen gibt es denn überhaupt, die das Lernen in der Organisation oder im Team unterstützen, um gewisse Konzepte, Prinzipien zu vermitteln, manchmal auch ganz spielerisch einfach Dinge aufzulockern in Workshops und Trainings. Also, na, wie kriegen wir diese spielerischen Aspekte in die Arbeit mit Teams und Organisationen rein? Habt ihr da vielleicht ganz kurz schon so ein grobes Beispiel, was so ein Spiel sein könnte? Also natürlich, in den heutigen Zeiten ist da direkt die erste Frage dieser, kann man das remote machen? Also was wir beim Workshop-Design schon seit vielen Jahren, auch vor Corona-Zeiten immer gemacht haben, ist natürlich auf Pausen achten, Energizer einbauen. Also wenn nach dem Mittagessen alle zurückkommen und dann 10 Minuten später im Suppenkoma versinken, da kann man was gegen machen. Also es gibt so ganz, ich sag mal, Rahmenbedingungsaktivitäten, die da auf jeden Fall wertvoll und sinnvoll sind. Ein bisschen aufstehen, ein bisschen bewegen. Und da kann man aber auch Aktionen wählen, die auch schon wieder einen manchmal versteckt, manchmal offensichtlichen Lerneffekt haben. Und genauso kann man auch das Thema des Workshops oder ein Thema, das in einem Workshop als solches aufkommt, versuchen, mit solchen Aktionen zu vertiefen. Spiele sind nun mal etwas, das rein psychologisch beim Lernen helfen. Das wissen wir alle. Das ist vielleicht der Grund, warum Kinder das machen, aber naja, dafür muss man auch nicht Psychologie studiert haben. Man weiß, dass Spaß machen kann. Und auch wenn Spaß in manchen Firmen nicht so richtig gern gesehen ist, sind wir, glaube ich, beide der Meinung, dass das trotzdem hilfreich ist und sind da auch relativ missionarisch und unnachgiebig nach wie vor dabei, das in die Welt zu verbreiten. Weil, hey, also selbst erlebt ist was anderes, wie nur im Frontalvortrag gehört.
Nutzt ihr das viel? Also in eigenen Workshops oder, also ihr habt das schon erlebt, ja, aber nutzt ihr das wirklich so in fast allem, was ihr so tut oder in 80% der Fälle oder nur 20% der Fälle, also das Spielen als Medium? Das ist eine schwierige Frage. Im Globalen, glaube ich, komme ich schon so auf 80%, wenn es um Workshops und Trainings geht. In Trainings ist es immer drin, also wenn ich Dinge lang vorbereite. In Workshops kommt es eher auf die Situation an. Man darf es halt auch nicht übertreiben. So ein Klassiker bei Scrum-Teams, wenn der Scrum Master in der Retrospektive jedem auf den Zeiger geht mit dem 127. Spieleformat, das er ausprobiert, das ist dann nicht gesund. Und ja, ich habe auch schon erlebt, dass in Firmen Leute gesagt haben, nee, also so eine Aktion kann ich mir jetzt gerade gar nicht leisten. Aber okay, das kommt dann eben mit der Erfahrung, ein bisschen Fingerspitzengefühl, ein bisschen Menschenkenntnis, Empathie hilft. Und dann kriegt man schon raus, wo das funktioniert. Und ganz ehrlich, es gibt ein paar kleine Dinge, die kann man auch ganz unterschwellig machen. Und ich sage es mal so, die ein oder andere Check-in-Frage ist nicht so weit entfernt von der spielerischen Aktion. Wenn ich mit den Fragen geschickt hinlenke, dann habe ich die Leute ganz oft, ich sag mal, in so einem Mindset, dass sie jetzt gerade nicht zwingend über Arbeit denken und das hilft als Grundlage. Und bei mir ist es ganz oft tatsächlich situativ. Also in einem Coaching-Prozess, wenn ich mit einem Team oder mit Führungskräften unterwegs bin und feststelle, es geht darum, vielleicht jetzt gerade mal das ein oder andere agile Prinzip zu vermitteln, um was es da eigentlich geht, wie sich das auswirkt, wenn man das zur Anwendung bringt und welche Praktiken dann da vielleicht auch dahinter stecken können und da ein entsprechendes Spiel, eine Aktivität oder eine Simulation den Leuten anzubieten, um einfach ja relativ schnell auch Dinge vermitteln zu können. Und dann ziehe ich sozusagen aus meinem Spielewerkzeugkoffer das entsprechende Spiel raus oder die entsprechende Simulation, die dieses Prinzip oder dieses Learning Objective, wie es so schön heißt, unterstützt. Und dann passiert es oftmals ganz spontan, dass ich aus einer Notwendigkeit heraus sage, lasst uns doch mal gerade hier eine Übung machen. Also ihr nennt das dann gar nicht Spiel in diesen Workshops gegebenenfalls, sondern Übung oder? Das kommt so ein bisschen auf den Kontext an. Also es gibt viele, ich sage jetzt mal, tradierte Umfelder, in denen das Spielen natürlich erstmal als irgendeine Kindergartenaktivität betrachtet wird, ne? Also da wird ernsthaftes Geschäft, ernsthaftes Business betrieben. Und da mit solchen Ansätzen offen durch die Gegend zu laufen, führt nicht immer dazu, dass es wohlwollend aufgenommen wird, sondern dass ganz, ganz viel Skepsis herrscht. Und in den Fällen spreche ich überhaupt gar nicht von spielerischen Ansätzen oder von agilen Spielen, sondern da machen wir halt eine Simulation. Eine Simulation ist was Ernsthaftes, um zu zeigen, ne, wie fühlt sich das am Modell an und was können wir daraus lernen. Oder wir machen einfach mal eine Aktivität oder eine Übung oder ne, irgendwie sowas. Es wird sozusagen unbenannt in einen Workshop eingebaut. Und dann können wir das Ganze durchführen, ohne es überhaupt Spiel nennen zu müssen. Absolut. Also gerade so dieses, die Konnotation bei vielen ist Spiel, ne, wenn man schon mal ein Bild gesehen hat, wie bei Google das eine oder andere Büro aussieht, wo halt Brettspiele, ne, ein Cluedo und ein Risiko im Schrank stehen. Ja, das gehört da auch hin, das macht auch Spaß und wenn man da bei Google mal war, dann sieht man, dass das echt so ist. Aber das ist halt im Workshop so ein bisschen ein Blocker. Also in der Einladung für einen ernsthaften Workshop schreiben wir ganz oft nicht, wir spielen da Spiele. Aber man kann die Leute genau, wie Marc es gesagt hat, völlig abholen. Jeder kann mit Metaphern umgehen. Das ist ein akzeptiertes Werkzeug. Und Metapher ist nichts anderes, als wir bewegen uns aus dem Arbeitskontext hier, wie er lokal ist, in etwas, das man leichter verstehen kann. Nichts anderes sind dann diese Spiele, diese Simulationen, diese Übungen, diese Beispiele, wie auch immer wir es dann per Begriff verkaufen. Einfach um die Bereitschaft nicht von vornherein zu verlieren, an dem Ding mitzumachen und mitzudiskutieren. Wichtig ist, wenn wir so eine Übung machen, dass wir dann auch ein entsprechendes Debriefing hinterher hinkriegen, um auf den Punkt zu kommen. Und dann empfindet das auch in der Regel wirklich niemand als was Negatives.
Könnt ihr damit auch diese, also ich kenne super viele Leute, irgendwie aus meinem früheren Leben, sage ich mal, die so richtig muffelig gegen Spiele sind, aber auch gegen so Simulationen. Also wenn ich dahergehen würde und sagen würde, denk mal über dich in 5 Jahren nach, wo bist du da in diesem Projekt oder sowas, dann würden die da einfach nur ganz muffelig nicht mitmachen. Gibt es da nochmal extra Tipps, um so Skeptiker zu überzeugen, abseits von das unterschwellig machen und das nicht Spiel nennen? Klar, also der Kontext ist eine ganz wichtige Geschichte. Wenn es mir gelingt, die Teilnehmer einzubinden, ganz oft einfach über eine geeignete Frage. Ich nehme mir ein Whiteboard oder einen Flipchart, nehme mir einen Stift und stelle ein paar Fragen, ganz konkret. In eurem Arbeitsalltag ist das Problem da, habt ihr das, die Schwierigkeit, vielleicht kenne ich auch einen Projektnamen oder sonst irgendwas, mit dem ich das Gespräch anrege. Wenn mir es gelingt, damit eine Überleitung in so eine Übung zu bringen, dann wird das nicht verbunden von den Teilnehmern mit. Da hat er jetzt eine Übung gemacht, sondern da versucht jemand was zu erklären. Und das ist natürlich auch immer schwierig. Die meisten Leute haben den 150. Consultant erlebt. Das sind wir auch. Das hilft einfach nicht. Aber wir können, glaube ich, trotzdem natürlich dann mit der Erfahrung und mit dem entsprechenden Auftreten einfach diese Hemmschwelle senken. Vielleicht ist gar nicht den Eindruck entstehen zu lassen, dass es sich jetzt gerade um ein Spiel handelt und trotzdem den Lerneffekt erzeugen. Gibt so ein paar Klassiker, kleine Dinge, die man da einfach macht. Und meistens sind die Werkzeuge dafür, man braucht nichts anderes als, man muss wissen, wie es geht und wie gesagt, ein Flipchart und ein Stift, dann kriegt man das schon hin. Und in Online-Whiteboard wie Mural oder Miro, dann kriegt man auch das hin. Es muss nicht immer ein Set Spielkarten sein und irgendwie der Spielführer muss sich mit dem extra Hut verkleiden. Das, wenn man merkt, dass man in einer Umgebung ist, wo das schwierig ist, lässt man die Dinge halt weg. Und es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, also ne, trotz aller Versuche wird es immer mal wieder Leute geben, die das einfach so im Gefühl haben, dass das jetzt gerade ganz blöd wird und nichts für sie ist. Und ne, die da einfach naja, Berührungsängste haben oder denen das einfach in der Situation jetzt sehr unangenehm ist, die das nicht möchten. Und da haben wir ganz oft die Möglichkeit, diese Leute zu Beteiligten zu machen, indem wir sie beobachten lassen. Also wir ziehen sie sozusagen aus dem aktiven Spielgeschehen raus, wünschen uns aber ihre Unterstützung, die wir gut brauchen können, in der Beobachtung von außen. Na, dass die mal gucken, was machen denn die Teamkollegen da jetzt gerade in dieser Übung, was passiert da eigentlich? Und damit heben wir sie sozusagen oder übergeben wir ihnen gerne die Verantwortung, da in die Analyse reinzugehen und mal zu gucken, warum ist denn das da passiert, was da passiert ist, und sozusagen dann doch noch nahe am Learning dran zu sein, durch die Beobachtung, die sie dann mit einbringen. Habt ihr mal damit man so ein bisschen konkreteres Vorstellung von kriegt, vielleicht ein Beispiel für ein Spiel oder ein, wir wollen das nicht Spiel nennen, was so super unterschwellig eingesetzt werden kann, und vielleicht dann noch mal ein so ein Gegenbeispiel oder so das andere Extrem, wo man nicht drum rumkommt, das Spiel zu nennen, was aber so trotzdem ein Benefit irgendwie fürs Projekt bringt? Absolut. Meine Lieblings-Mini-Übung ist das Multitasking-Name Game. Die klassische Frage, wie lange dauert es, einen Namen zu schreiben? Schräge Frage, ist aber genau eine Metapher für Multitasking, für das Arbeiten an mehreren Projekten parallel. Und da kann man was dran machen. Da wirklich eine Lernerfahrung für die Teilnehmer rauszukriegen, ist eine Übung, die braucht 5 Minuten zum Durchführen und 5 Minuten zum Nachbesprechen. Und ich habe einen Punkt gemacht, sozusagen. Und relativ oft wird das gar nicht als Spiel wahrgenommen. Wenn ich es eben nicht Name Game nenne, erstens lasse ich Name weg, weil damit erkläre ich schon, worum es geht. Und zweitens lasse ich Game weg. Aber ich hätte da eine kleine Übung zum Verdeutlichen, warum Multitasking eine Herausforderung ist oder schwierig und vielleicht falsch. Aber natürlich der Klassiker Marshmallow Challenge haben wahrscheinlich alle schon mal gehört. Wenn ich da ankomme mit ungekochten Spaghetti und Schnur und dem Marshmallow, dann ist klar, dass das jetzt nichts unmittelbar mit Arbeit zu tun hat, obwohl natürlich das Debriefing da eine sehr mächtige Geschichte ist.
Ich glaube, generell kann man sagen, alles, wo viel Körperlichkeit und physische Aktivität und Interaktion zum Tragen kommt, das sind oftmals so Sachen, ja, wo es schwierig wird zu verschleiern, dass das jetzt ein Spiel oder eine Simulation ist. Also beispielsweise das klassische, das Boss-Worker-Game oder 60 Schritte in einer Minute heißt es ursprünglich auch, wo man sozusagen durch einen Raum durchgehen muss und sich bewegen und sich am Ende sogar noch anfassen, ne, im schlimmsten Fall. Also das sind dann alles Dinge, wo vollkommen klar ist, da tun wir jetzt Aktivitäten, die offensichtlich einen spielerischen Charakter haben. Und das sind dann meistens auch Dinge, wo die Skeptiker zum Vorschein kommen. Die dann sagen, ah, ja, oh, nee, ich gucke mal lieber nur zu. Das kann ich mir vorstellen. Hört sich erstmal so abschreckender an, als wenn man noch am Platz sitzen kann und irgendwas vor sich hinschreiben oder reden kann. Also ich meine, es ist in den letzten Jahren viel passiert. Wenn man heute in einem Workshop einen Moderationskoffer rausholt und hat irgendwelche bunten Zettel und Pinnadeln oder halt mit Stiften und Post-its, da ist heute niemand mehr überrascht. Und das impliziert auch nicht unbedingt automatisch, das wird jetzt hier quatschig. Da kann man ernsthaft arbeiten. Brainstorming-Sessions haben alle schon vor 30 Jahren mal gemacht. Das ist kein Neuland. Kleiner Hinweis auf die Stifte, kleiner Witz. Aber ich sag mal, in dem Moment, wo man Lego rausholt, wird es natürlich anders. Auch das ist mittlerweile in vielen, gerade Managementbereichen, ein etabliertes Werkzeug. Und die Leute wissen, dass man damit was Gutes machen kann. Aber innerhalb der verschiedenen Schichten der Firmen sind da die Erfahrungen unterschiedlich und Lego kann man nicht verkaufen als, das hat jetzt keinen spielerischen Aspekt, das glaubt uns niemand. Also entwickeln sich die ganzen Spiele auch irgendwie weiter, ne? Also wenn du sagst, irgendwie mit Papier und Stift, das gab es schon lange, das ist etabliert, aber es kamen dann auch so Lego-Sachen, gibt es da irgendwie jedes Jahr mal neue Spielideen, die man ausprobieren kann? Oder wer arbeitet an solchen Spielen? Gibt es da so eine richtige Community dahinter oder so? Absolut. Ja, es gibt viele Leute in der agilen Community, die sich mit Game Design beschäftigen oder sich überlegen, ich habe jetzt irgendwie eine Fragestellung oder ein Thema, was ich gerne spielerisch vermitteln möchte und wie gehe ich denn da dran? Welche Möglichkeiten habe ich denn da? Also da gibt's jede Menge Leute, auf der Welt verteilt, die sich diesen Fragen stellen und auch immer wieder neue Ideen erspinnen, sozusagen, die sich dann auch ausprobieren lassen. Und die Community an sich, ich sag mal, wir treffen uns ja gerne auch in echt einmal im Jahr auf solchen Konferenzen wie der Play for Agile beispielsweise, wo dann einfach auch ganz konkret Dinge ausprobiert werden oder wo neue Spielideen entstehen. Genau. Da sitzen dann 80 Leute, 8 Stunden am Tag in irgendwelchen Meetingräumen und brüten über Spieldesign und über, wie kann man das Debriefing gut machen. Und dann sitzen sie nochmal 8 Stunden abends in der Bar zusammen und spielen einfach irgendwas für den Spaß. Das ist eine sehr nette Veranstaltung, in der Marc und ich schon das ein oder andere Mal gute Zeit verbracht haben. Und tatsächlich, was das Schöne ist, man kann da Dinge auch ausprobieren, und dann gucken, taugt mir das für meinen Kontext bei dem Kunden oder bei der Firma, mit dem Team, die haben da ein Problem, kann ich da irgendwie ein Spiel adaptieren? Da passiert echt viel. Und die Play for Agile ist jetzt unsere Heimkonferenz, was das angeht, gibt aber die Play 14 in verschiedenen Städten. Play for Agile gibt auch in anderen Ländern. Also da ist schon echt viel. Viel, nicht nur Community, sondern auch diese Open Space, Barcamp-artigen Konferenzen. Wer sich da hineinsteigern möchte, so wie Marc und ich, hat eine Myriade von Möglichkeiten. Und in eurem Buch, da habt ihr das, das heißt ja irgendwie auch agile Spiele kurz und gut, wenn ich mich jetzt nicht vertue, da habt ihr quasi so also bewährte Maßnahmen erklärt, wie man sie durchführt, wo die Fallstricke vielleicht auch sind und welchen Benefit man daraus zieht oder was, also was kann ich mir unter eurem Buch noch genauer vorstellen? Hast du schon sehr gut beschrieben. Also die Idee, wie gesagt, auf der OOP geboren, war so das Nachschlagewerk, bei dem jemand, der jetzt in die Verlegenheit kommt, einen Workshop oder ein Training zu machen und nach Übungen sucht, einfach, ne, nicht das dicke Lexikon, in dem 500 Sachen drin sind, wo ich nicht weiß,
den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe, sondern einfach die paar knackigsten Übungen für die verschiedenen Aspekte, die einem da begegnen. Ne? Was kann ich als Energizer machen? Was kann ich irgendwie nach einem oder in einem Zweitagestraining am ersten Abend als Ausklang, eine kleine Spaßübung machen, Teambuilding-Maßnahmen, solche Dinge. Aber natürlich auch ganz spezifisch für die Arbeit. Ne? Vorhin habe ich Multitasking erwähnt. Aber es gibt natürlich ganz viele Dinge, gerade im Bereich Kommunikation. Und da haben wir uns halt einfach so ein Best-of unserer Spiele gegenseitig um die Ohren gehauen. Und ja, der Rolf saß neben uns beim Essen und meinte so, also was ihr da so erzählt, das klingt wie ein Buch. Genau, und dann haben wir das gemacht. Der Rolf hat recht. Ja, also es ist tatsächlich so eine, ja, so eine Art Sammlung der von uns oder der sich für uns bewährten agilen Spiele und Simulationen, die wir so bei Teams und Kunden im Einsatz haben und immer mal wieder rausziehen. Ja. Also unsere Best-ofs sozusagen, ja. Das, was an dem Buch vielleicht am schönsten ist, ist, es passt in die meisten Hosentaschen. Damenwelt hat da mit den Klamotten ein bisschen Schwierigkeiten, aber es ist ein kleines Buch, dass man einfach wirklich sagen kann, ich kann mir das in meinen Moderationskoffer, wenn ich sowas habe, reinwerfen und gerade so dieses spontan, da war mal noch eine Übung, wie funktioniert das noch? Da kann ich 5 Minuten in der Pause reinlesen und hoffentlich dann nach der Pause anwenden. Habt ihr vielleicht für mich konkret einen Tipp? Also ich möchte vielleicht eine Retro mit dem Team machen und ich würde da gerne so eine kleine spielerische Maßnahme reinbringen, damit am Anfang alle schon im richtigen Mindset sind für die Retro. Habt ihr da ein gutes Spiel für mich parat, was ich mal ausprobieren könnte? Ich habe da eins und das habe ich witzigerweise heute Vormittag um 11 Uhr mit einem Team bei einer Retrospektive gemacht, das letzte Mal, also ganz frisch. Und zwar, was Wahres und Positives heißt diese Übung. Und in der echten Welt oder auch virtuell versammelt man sich im Kreis. Ne? Ganz klassisch, wir machen den Stuhlkreis so ungefähr. Nee, wir stellen uns hin, bilden ein kreisförmiges Gebilde. Und du als Moderatorin fängst an, deinen linken Nachbarn zu fragen, sag mal, was ist dir denn so in den letzten 2 Wochen Gutes widerfahren? Was hast du denn Schönes erlebt? Was ist denn ein positiver Aspekt aus deinem Leben, den du beobachten konntest? Oder was ist denn da so passiert? Und die Frage wird beantwortet und dann als Kettenfrage durch den Kreis weitergegeben, bis sie wieder bei dir ankommt. Und durch diesen Fokus auf das Wahre und Positive versetzt sich das Gehirn der Teilnehmer tatsächlich in diesen positiveren Modus. Da entsteht mehr Kreativität im weiteren Verlauf. Also das Denken wird geöffnet, ne, die Kreativität wird geöffnet und die Wahrscheinlichkeit, dass da gute Lösungen in der Retrospektive gefunden werden, erhöht sich einfach. Hört sich auf jeden Fall. Und es macht Laune. Es ist einfach, man startet positiv in so eine Besprechung oder in so ein Meeting. Das hört sich generell irgendwie an, als wäre es sinnvoll für jede Art von kreativer Session, weil man irgendwie gefühlt fokussiert und positiver an Dinge rangehen kann dann, ne? Weil man einmal ja, schon so denken musste. Cool. Absolut. Also ich meine, von diesen Übungen gibt es hunderte. Ich bringe mal noch einen Gegenpol, einfach nur um ihn gebracht zu haben. ein Team mit einem makabren Humor funktioniert bestimmt auch gut, wenn man am Anfang mal eine Runde Black Stories spielt. Also wer das Spiel nicht kennt, dazu aus, sind kleine Geschichten drin und man muss halt versuchen rauszukriegen, warum ist das passiert. Die heißen Black Stories, weil sie alle ein bisschen makaber sind, aber eine ähnliche Geschichte kann man immer machen. Also mir geht es dabei dann auch eher um das Tüfteln, um das Nachdenken, um das sich darauf konzentrieren, was tatsächlich auch gerade den, ich sage jetzt mal Bruch von, ne, ich habe vorher noch an irgendeinem Stück Software, an irgendeinem Code gearbeitet, und jetzt denke ich mal über was ganz anderes nach. Gibt es ganz viele kleine Übungen, die Black Stories mag ich, aber auch sowas wie, ne, einfach Anagramme bilden. Dass die Leute zum Tüfteln bringen, heißt abschalten, was bisher war, sich auf was Neues konzentrieren, nachdenken, aktivieren, ist nie was Verkehrtes. Und anschließend arbeiten wir dann an dem, was eigentlich Thema sein möchte, sollte.
Bei den Spielen ist es wahrscheinlich ein unterschiedlicher Aufwand und je nach Größe. Also ich glaube, das Positive und Wahre, das ist nicht sehr viel vorzubereitende. Also man hat diese Frage, die hat man sich vorher schon überlegt. Vermutlich sind aber die Lego-Spiele oder auch mit Marshmallows und Spaghetti doch irgendwie mehr Vorbereitung. Würdet ihr sagen, dass sich die Vorbereitung trotzdem lohnt und der Benefit daraus, der entsteht, hoch genug ist, um diesen Vorbereitungsaufwand zu rechtfertigen? Oder, also ich vermute, die Antwort ist ja, aber ich würde mich freuen, wenn ihr mir noch erklärt, warum ihr das auch denkt. Ich habe es vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen Erleben und nur Hören. Ja, wir sind auf einer Konferenz und auf der Konferenz werden viele Vorträge gehalten. Das ist schon wichtig, um bei einem Thema ja, einfach sich aufzuschlauen. Aber es ist eben nochmal diese andere Dimension, wenn ich das selbst erleben durfte, Schrägstrich musste, weil es sich anders im Gehirn festsetzt, sage ich es mal in laienhaft formuliert. Das heißt, gerade wenn ich so ein größeres Prinzip ausprobieren will, in unserem Buch haben wir zum Beispiel das Thema Weighted Shortest Job First, was ein relativ kompliziertes und komplexes Ding ist, weil man das verstanden hat, bis man das gelernt hat, wenn man das Buch da so liest, das ist richtig Arbeit. Aber ich kann mit so einer Übung, die dann natürlich ein bisschen mehr Vorbereitung braucht, ich sage mal, in der Stunde einen Kreis von mehreren Menschen das erlebt haben. Also das basiert nicht mehr nur darauf, ich habe da mal was gelesen oder was gehört, sondern ich habe das an einem konkreten Beispiel angewendet und ich kann mir sogar vorstellen, als nächstes das bei mir bei der Arbeit mal ganz konkret anzuwenden. Ist eben auch wieder genau dieses Thema. Hey, du hast es erfahren und jetzt musst du es nur noch auf die drei Stories in deiner täglichen Arbeit hier übertragen. Probier es doch mal aus. Das, klar, komplexere Themen, mehr Vorbereitung, aber eben je schwieriger das zu vermitteln ist, desto wertvoller ist das dann, ja. Und der Vorbereitungsaufwand wird natürlich auch im Laufe der Zeit mit steigender Erfahrung immer geringer. Ja, also wenn man es 50 Mal gemacht hat, dann kommt man einfach mit einem Sack Lego um die Ecke und los geht's. Ja, dann muss ich da nicht mehr großartig was vorbereiten, weil ich das innerhalb von kürzester Zeit so arrangiert kriege, dass auch das sozusagen in die Übung eingebaut wird. Beispielsweise ein Raumsetup überhaupt mal erst herzustellen für einen Workshop oder für so eine Simulation. Da kann ich die Leute auch entsprechend einbinden und sie dabei was lernen lassen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und ja, wie schon gesagt, das ist dann einfach Erfahrungssache und der, wenn man so ein bisschen die agile Spielemeisterschaft erreicht hat, dann schüttelt man sozusagen die Sachen irgendwie so ein bisschen nacheinander aus dem Ärmel, die dann ineinander greifen und miteinander auch funktionieren. Cool. Genau, wir nähern uns langsam dem Ende, aber ich würde mir von euch noch einen kleinen Sneak Peek für morgen wünschen. Wird bei euch morgen im Vortrag gespielt? Vermutlich eher nicht. Oh nein. Ja, weil, also es kommt so ein bisschen darauf an, wie viel Teilnehmer wir haben. Das ist, wir wissen es nicht, ne? Es gibt jetzt gerade auf der OP, ich beobachte ja seit Montag einzelne Sessions und es gibt Sessions, da sind irgendwie 10 bis 20 Leute dabei. Es gibt aber auch Sessions, da sind mal plötzlich 300 Leute dabei. Abhängig davon werden wir ganz spontan entscheiden, was können wir spielen, wo macht es Sinn. Und wo, da kommen wir vielleicht auch wieder so ein bisschen zum Vorbereitungsaufwand, oder wo macht sozusagen der Durchführungsaufwand dann ab einer gewissen Anzahl Teilnehmer keinen Sinn mehr, im Vergleich zu dem, was die Leute jetzt lernen würden. Also ich hoffe, wir kommen dazu, ein, zwei Dinge tatsächlich auch zu tun. Es wird auf jeden Fall eine sehr interaktive Session, weil wir in den Dialog mit den Leuten reingehen werden. Also es wird keine Frontalbeschallung, wo wir eine Stunde lang irgendwas theoretisieren über agile Spiele, sondern wir wollen die Leute da in den Dialog mit einbinden. Und idealerweise haben wir ein, zwei Sachen, die wir dann auch ganz konkret machen können. Das ist sehr schön erklärt, Marc. So ist der Plan.
Ja, genau, also wir nähern uns dem Ende. Ich möchte euch auf jeden Fall Danke sagen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auf jeden Fall was dazugelernt über agile Spiele. Euer Buch werden wir, glaube ich, einfach in die Shownotes packen. Ich werde das auch gleich nochmal hier verlinken, damit man da jetzt schon mal draufklicken kann. Also vielen Dank euch beiden. War schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht, hier zu sprechen. Ja, ja. Danke Vielen dir, Dank Robert, für die Einladung. Sehr, sehr gerne.